Die Zwillinge mit dem schnellsten Wurfgeschoss in der ganzen Piratenwelt. Hallo Leute, heute schauen wir uns zwei Spezialistinnen bei den Amazonen an von Freebooters Fate. Die beiden Zwillinge Titikuinoa und Kuamotla von den Amazonen. Ja, die haben abgefahrene Fähigkeiten mit ihrem Passspiel, aber lasst uns doch erstmal reinschauen, was in der Box so drin ist. Wir haben die üblichen Karten, also die beiden sind miteinander verwandt, deswegen haben wir hier eine Spezialistenbox mit zwei Figuren tatsächlich, also funktionieren eigentlich auch nur sinnvoll zusammen, die einzeln aufzustellen macht nicht ganz so viel Sinn und deswegen haben wir hier gleich zwei Spezialisten in einer Box. Deswegen sind die Karten halt auch, ja, sind mehr Karten als beim normalen Spezialisten. Wir haben einmal die Karten für beide auf Englisch und auf Deutsch plus Deckkarten. Und dann haben wir zwei Plastikbases dabei und die Figuren. Die Figuren bestehen jeweils aus fast der kompletten Figur, der Metallbase. Und dann haben wir noch einen kleinen Gussrahmen, wo von der einen Schwester ein Arm dabei ist und von der anderen ein Bein. Die beiden Modelle sind klassische Amazon-Modelle, würde ich jetzt mal von der Optik her sagen. Viele Amazonen sind ja an Tiere angelehnt. Das ist hier in meinen Augen nicht so, falls ich falsch liege. Da unten sind die Kommentare, also vielleicht kenne ich das Tier ja auch einfach nicht. Das ist eher so diese Sportart. Ich weiß aber gar nicht, wie die Sportart heißt. Vielleicht wisst ihr, wie die Sportart heißt. Das würde mich auch sehr interessieren. Das gerne auch in die Kommentare, wo man halt diesen Wurfarm hat und einen Ball irgendwie schleudern kann. Und daran ist es so ein bisschen angelehnt. Und die haben auch beide eine sehr sportliche Pose, wo die mit ihrer Handschiene, mit dem Wurfarm gerade irgendwie agieren und im Begriff sind, diesen Ball zu werfen, zu schleudern, wie auch immer. Ansonsten, ja, klassische Amazon-Modelle, würde ich sagen. Und wie viele andere Modelle, eigentlich finde ich dieses Tierthema ganz gut bei den Amazonen, aber andererseits muss ich das ja auch nicht ausschließlich durchziehen. Gibt ja auch noch andere Amazonen, die jetzt nicht direkt mit Tieren verwandelt sind oder sich damit identifizieren. Ich nenne sie einfach nur die beiden Schwestern. Und wir schauen uns mal die Profile an. Also grundsätzlich glaube ich, das sind nicht nur Schwestern, sondern das sind Zwillinge, weil das Profil bis auf eine Kleinigkeit exakt identisch ist. Auch die Modelle sehen sehr, sehr gleich aus, was ich auch irgendwie ganz cool finde. Beim Bemalen kann man halt genau das gleiche Farbschema benutzen oder verändert vielleicht ein, zwei Sachen. Die Figur, die ihr hier seht, jetzt Selina übrigens bemalt. Und ja, insofern finde ich es ganz cool, dass da so zwei Modelle sind, die praktisch das Gleiche können und nur ganz sanft abweichen und praktisch auch die gleichen Klamotten anhaben. Die Pose ist natürlich anders. Und die eine hat den Jai Alai, so heißt dieses Wurfgerät, in der einen Hand und die andere hat es in der anderen Hand. Wir schauen jetzt mal auf Titikuinoa. Und da ist der linke Arm, der starke Arm. Ansonsten, was haben wir denn hier? Für 75 Dublonen haben wir eine Amazone, die 12 cm laufen kann und die beim Widerstand leider nur 1,3 hat. Stärke hat sie nur 3 und 6 in den Armen. Also 3 ist schon, ja, 3 ist mit der Faust auf den Tisch hauen, ne? Das ist schon ziemlich mager. Und auch mit diesem Wurfarm nur 6 Schaden machen, ist halt ziemlich wenig. Also für einen Spezialisten, der 75 Dublonen kostet, ist das schwach. Sag ich einfach so. Es ist schwach. 10 Leben und Mut 7 ist jetzt auch nicht der Oberhammer. Wobei man natürlich sagen muss, da greife ich schon ein bisschen vorweg und gehe direkt zu den Eigenschaften. Die beiden sind miteinander verwandt. Und das bedeutet ja, dass der Mutwert eine höher ist. Also sind die auf 8. Und 8 ist natürlich für einen Spezialisten durchaus sehr solide, muss man einfach sagen. In der einen Hand ist das Jai Alai als Wurfwaffe und in der anderen Hand ist es als Knüppel.
Die beiden sind, wie gesagt, miteinander verwandt. Die beiden haben Waldläuferin, was jetzt als Amazone auch keine Überraschung ist. Und dann haben wir noch als Eigenschaft das Passspiel. Bevor wir zum Passspiel kommen, es sind Fernkämpfer. Also deswegen ist halt auch der Nahkampf so schwach mit 6. Und der Fernkampf, also das ist die zentrale Sache, das dreht sich alles um den starken Fernkampf und diese Fähigkeit Passspiel. Ich sage erstmal eben, wie der Fernkampf ist. Die haben nämlich 30 cm mit Stärke 8, 5. Jetzt werdet ihr sagen, boah, 8? Ja, 8. Einfach mega krass. Ist natürlich nur auf halbe Reichweite, also 15 cm. Aber auch Stärke 5 ist natürlich schon ziemlich saftig. Aber wenn die dann auf 15 cm rankommen, ja, das ist schon richtig krass, finde ich. Also Stärke 8, muss ja erstmal jemand finden, der Nahkampfstärke 8 hat. Ne? Und auch im Fernkampf gibt es, glaube ich, nur ganz, ganz wenige, die da irgendwie rankommen auf Stärke 8. Und ja, dann müssen die natürlich auch erstmal die Reichweite haben. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so den Überblick, wer diesem Fernkampf das Wasser reichen kann. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, würde wahrscheinlich nicht nur mich interessieren. Gut, also so viel zum Fernkampf. Und dann kommen wir zu dem Passspiel. Das Passspiel funktioniert wie folgt. Der andere, also die interagieren zusammen und die müssen beide Passspiel haben. Und nach meinem Kenntnisstand sind es nur diese beiden, die diese Fähigkeit überhaupt haben. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine weitere Figur, die das hat, die sich damit einreihen könnte und diese Fähigkeit bekommt. Aber soweit ich weiß, gibt es nur diese beiden. Und das Passspiel hat folgende Voraussetzungen. Die beiden müssen sich in Fernkampfreichweite befinden. Die beiden müssen Sichtlinie zueinander haben. Und wie gesagt, beide müssen die Eigenschaft haben, was bei den beiden Sisters hier ja gegeben ist. Und was kann diese Fähigkeit denn jetzt eigentlich? Diese Fähigkeit funktioniert wie folgt. Eine von den beiden macht einen Fernkampfangriff in Reichweite der anderen. Also wirft praktisch ihr Geschoss auf die andere. Die andere fängt es mit dem Wurfarm und schleudert das weiter. Also kann man praktisch die Reichweite der einen Schwester erhöhen. Also theoretisch auch von beiden Schwestern. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die eine weiter vorne steht und die andere weiter hinten, macht es ja keinen Sinn, dass die vordere nach hinten wirft. Und durch dieses Weiterschleudern wird dem Angriff noch rüstungsbrechend hinzugefügt. Wenn ich mir nun einen Stärke 8 Angriff mit Rüstungsbrechen vorstelle, das ist schon verdammt heftig. Also das bedeutet ja, dass der Angriff bei jedem anderen Modell automatisch mindestens Stärke 9 macht, wenn der Widerstand zum Beispiel 2-3 ist, also nur um 1 sinkt. Gegebenenfalls kann da ja auch direkt Stärke 10 draus werden, wenn natürlich halbe Reichweite ist, wenn das mit dem Widerstand beim Gegner gerade so passt. Aber das ist schon verdammt heftig, also wirklich heftiger Fernkampfangriff. Das rechtfertigt halt diese Punkte von 75 Dublonen. Ich könnte mir vorstellen, ich habe sie noch nicht gespielt und nicht gegen sie gespielt. Ich habe die auch selten gesehen. Ich persönlich finde, 75 Dublonen ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Dafür, dass die Situation ja nicht immer gegeben ist, dass man dann halt auch so viel Schaden macht. Aber die theoretische Situation ist ja wie folgt. Die beiden sind da. Die eine könnte theoretisch 2 nach vorne laufen, läuft dann 24 cm. Die andere könnte ihren Fernkampfangriff auf die nach vorne gelaufene Schwester machen, weil die braucht dafür keine Aktion ausgeben, also es ist eine einfache Aktion. Ach so, zu der einfachen Aktion sei gesagt, die müssen tatsächlich nachladen, die beiden. Also man kann nicht 4 beziehungsweise 2-mal mit, also man kann in einer Runde nicht 4-mal mit beiden Schwestern oder nicht 2-mal mit der gleichen Schwester werfen. So. Die eine Schwester läuft 2 Bewegungen nach vorne, die andere passt von hinten auf die Schwester vorne und die Schwester vorne ist dann womöglich vielleicht in Reichweite eines Gegners und vielleicht sogar in kurzer Reichweite. Das ist die Situation, wie man in einer Aktion sehr viel Schaden machen kann. Die hintere Schwester kann dann ja sogar schon mit ihrer zweiten Aktion nachladen und in der nächsten Runde vielleicht als erstes dran sein und gleich nochmal feuern. Und das ist dann schon verdammt stark. Das ist eine Situation, wo ich sage, ja, 75 Punkte pro 75 Dublonen pro Modell,
das kann man machen. In dieser Situation haut das richtig hart rein. Der Fernkampfangriff funktioniert dann auch so, als hätte es das Modell vorne ausgeführt. Das heißt, es funktioniert nicht mit zum Beispiel Zielen oder ähnlichem. Aber falls irgendwelche sonstigen Effekte dabei sind, Karten oder was weiß ich, kommt das praktisch noch oben drauf. Ich find's in dieser Situation verdammt heftig stark. Und ja, was haltet ihr jetzt davon? Also teilt ihr meine Meinung, dass das stark ist? Teilt ihr meine Meinung, dass das ein bisschen teuer ist für 150 Dublonen? Man muss natürlich, die beiden sind dann auch als ein Spezialist. Ist auch wieder ein Vorteil. Also, das wird schon ausgerechnet sein von Birk, dass das Sinn macht mit dieser Dublonenanzahl, aber trotzdem finde ich, ist das schon ein bisschen happig. So, ne? Mich würde eure Meinung interessieren, in den Kommentaren bitte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr die beiden Ladies haben wollt, schaut gerne im SideQuest-Shop vorbei. Der ist ebenfalls unten verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns an der Platte. Die beiden Zwillinge... Verdammt. Titikuamoa und Kuamodla und Titikikoku.